Ja, Mann, es ist der Sergio. Ich bin ja sowas von wunderbar. Mein Flow ist krass, mein Flow ist null. Und ich schieße dich jetzt cool. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Mighty Sarolf TV! Ja, Mann! Wir haben jetzt nochmal alles nochmal überdacht und wir haben uns jetzt entschlossen, dass jetzt diese Reactions auf das Octa-Battle eine Together-Reaction sein wird. Das Ding ist, Elias hat mich förmlich angefleht, dass ich ihm mehr Fame-Bonus geben kann für seinen Twitch-Kanal, deswegen dachte ich mir, ich bin mal nicht so. Nee, eigentlich habe ich ihn angefleht, weil nur meine Videos geklickt werden, wo er mit dabei ist. Nein, er kam an zu mir und hat gesagt, Elias, ich brauche Expertise, ich habe einfach keine Ahnung. Alleine gucke ich mir das an und denke mir so, yo, Flow-Variation in dem Beat ist voll krass und so und Ja, aber es ist wirklich bemerkenswert gewesen. Das Video, was wir zusammen gemacht haben, hat einfach mal um die 140 Aufrufe bekommen und das, was ich alleine gemacht habe, nur noch 47. Was hat das zu bedeuten, Leute? Ganz einfach, die Leute haben dann rangezoomt auf meine Facecam und haben sich halt ganz heftig an ihrem Popolo rumgespielt und haben, weil die mich so geil fanden. Easy. So habe ich einfach beide Geschlechter abgedeckt, dass sie mich geil finden. Ja, das war sehr genderneutral. Oder stimmt, du halt andere, jedes Geschlecht. Oh mein Gott, ich bin einfach so. Du bist sehr progressiv in deiner Denke, ja. Gut. Ja, wir können jetzt auch starten. Wir haben jetzt eh alle verscheucht, das können wir auch starten. Hello, my friends. Wir sind im Octa Battle. Alles andere auf YouTube ist Schrott, du Bengel. Semi-gute Zeile. Es gibt ein bisschen Nostalgie-Shit diese Woche. Wow. Fortune hat sich als der loyalste Motherfucker, seit es diesen Kanal gibt, herausgestellt. Treu seit 2012, also seit fast 10 Jahren. Dafür Respekt und Anerkennung. Außerdem haben wir Levi 77, im Gegensatz dazu ein völlig unbeschriebenes Blatt. Der sieht übrigens ein bisschen aus wie unsympathisch, TV, V und der Levi. Ja, stimmt schon. Identität verraten? Oh mein Gott. Krank. Levi 77 hat eigentlich nur einen Fehler in seiner Quali gemacht, und zwar einen minimal zu schnellen Beat genommen. Ich denke, so 3-4 BPM langsamer hätten das Ganze insgesamt etwas routinierter wirken lassen. Aber davon abgesehen gibt es ein paar stabile Zeilen, wie zum Beispiel, ihr könnt den Scheiß nicht bleiben lassen wie Hundebesitzer oder was ich mache ist wie Präsidenten vielversprechend. Dazu kommt eine musikalische Hook und irgendwie hat das Ganze einen Eminem Ass Like That Vibe mit dem Puppentheater. Aber in der Hook vertut er sich leider doch nochmal. Er sagt, kein Mensch hört deinen Scheiß. Und das ist leider ein bisschen Quatsch, weil Kai gibt sich die Scheiße den ganzen Tag rauf und runter von den ganzen Rap-Superstars heutzutage. Der ist ein richtiger Fanboy von Schrottmusik. Fortune kommt mit einer Technikoffensive um die Ecke und es gibt keine Ausnahme in diesem Turnier, auch nicht für Veteranen. Der Text ist in der Beschreibung. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal so viele gute Reime in einem Track vernommen habe. Das ist auf jeden Fall schon Jahre her. Darauf wird es im Battle aber nicht ankommen, sondern er soll Levi 77 seine Jungfräulichkeit nehmen. Also ich hoffe, innerhalb des Battles gibt es keine Technikoffensive, sondern eine offensive Offensive. Was gibt es sonst noch über Fortune und seine Quali zu sagen? Er hat vollkommen recht. Anscheinend gehört er hier schon zum Inventar. Muss übrigens sagen, ich feiere seinen Pulli. Unfassbar. Ja, der hat definitiv Style. Ja, tatsächlich bringt das eigentlich wieder gut auf den Punkt in der Kürze. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das Fortune machen wird, das Battle. Levi hat mich tatsächlich unterhalten. Ich weiß ja nicht, wie du ihn gefunden hast. Kannst du ja mal sagen. Ja, ich fand beide cool soweit. Aber ja, ich bin dann vielleicht aber auch so ein bisschen so Nostalgie verblendet. Aber ich mag halt einfach diesen Style von Fortune total gerne. Und es war halt ja schon damals ein Teil meiner Jugend, als ich noch jung war. Damals, ne, im allerersten JBB, VBT und so, damals habe ich ja schon, sagen wir, massiv viel gepumpt von ihm. Halt aber auch in der Freizeit habe ich es halt viel gehört. Von daher könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich Fortune nicht sowieso ein bisschen eher mag noch. Ja, also ich muss auch sagen, also seine JBB 2012 Qualifikation kann ich mir immer noch super geben, ne? Also die hat einfach so viel Power, also auch mit dieser Idee, um sich von der Masse abzuheben, mit dem Beat irgendwie um doppelte BPM-Zahl irgendwie zu erhöhen. Und dann dieser Anfang, ich hab mal wieder auf eine Hure Bock, also geh ich auf YouTube und guck Julians Blog, dieser Bitch würde ich gerne mal der Flausen austreiben, sie auf Party fair und sie dann nach Hause aus. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, es gibt einfach auch wieder die Chance auf eine unfassbar geile Backman und
Dings, ja, wie hieß der andere? Dollar John. Dollar John, genau. Hallo Asiate, wir laden dich auf ein Kätzchen ein. Lecker, lecker Kätzchenfleisch. Ach, das wäre ja, so schön. Das wäre echt nice, wenn er wieder die beiden ins Boot holen würde. Also ich muss zugeben, rückblickend, ich habe mir nochmal meine letzten Aussagen angesehen. Es klang vielleicht ein bisschen zu negativ, was ich über Fortune gesagt habe. Bei An und für sich finde ich den ja auch ziemlich stabil. Mir hängt halt doch so ein bisschen seine Teilnahme vom JBW 2015 nach, wo der halt eher so halb motiviert gewirkt hat. Da fand ich seine Qualifikation schwach. Ich fand seine Runde gegen Laska ziemlich schwach. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl jetzt bei dieser Teilnahme, weil seine Quali wirkt so, als hätte er wirklich Hunger. Und das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen für geile Runden. Übrigens an der Stelle möchte ich anmerken, Dollar John zum Beispiel und ne, sind tatsächlich aktuell nur als Produzenten eigentlich unterwegs. Aber es wäre trotzdem natürlich ziemlich cool, die zu sehen. Ja, definitiv. Also da kriegt man ja gar nichts mehr von denen mit, was Musik angeht. Zuletzt hat man die beiden, glaube ich, bei der Feature Hook in der JMC gesehen. Da gab es eine richtig nostalgische Runde, die ziemlich stabil war. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass er die als Ass im Ärmel einfach mal wieder auspacken wird für dieses Turnier. Tu uns den Gefallen, Fortune, wir wollen es alle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er, wie gesagt, das Viertelfinale überstehen wird. Hab ihn aus dem Schrank geholt, ein bisschen abgestaubt. Und bitteschön, hier habt ihr Fortune. Dankeschön. Wobei ich ein bisschen enttäuscht übrigens war, es wurde nichts über die Reimebude gesagt. Yep, in seinem ganzen stimmt. Track hat das Wort Reimebude nicht gesagt. Das geht nicht. Deswegen eine interessante Paarung. Vielleicht sind die jetzt getrennte Wege gegangen. Die den absoluten Battle-Rap-Veteranen Fortune haben. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Art Wundertüte. Ich denke, Levi 77 kann das ein oder andere aus dem Hut zaubern, um Fortune hier das Leben schwer zu machen. Alleine deshalb, weil er mit null Ernsthaftigkeit an die Sache rangeht. Klar gibt es einen Favoriten und einen Underdog, aber ich möchte nochmal an jeden appellieren, möglichst neutral an dieses und auch an alle anderen Battles ranzugehen und wirklich danach zu gehen, wer hier wem die heftigsten Schläge gedrückt hat und nicht wen man am längsten kennt. Morgen kommen die letzten beiden Qualis und dann gehen wir nach einer Woche Pause in die Battles. Finde ich gut, dass du das nochmal erwähnt. Finde übrigens anmerkenswert, du hast bei deiner React auch in eine Sache nicht eingegangen. Diese Clownsmaske hier, das ist ja, glaube ich, die von Haus der Tausend Leichen, right? Ja, mittlerweile bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass sie das ist. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Auf jeden Fall fand ich es auch jetzt nochmal gut, dass der Julian erwähnt hat, dass ihnen das wichtig ist, dass die User da wirklich neutral auch an die ganze Sache rangehen. Wobei ich mir das mittlerweile tatsächlich gut vorstellen könnte, weil damals hat das User-Vote ja auch Laska geschaukelt, weil sie es ihn nun mal besser fanden, so, ne? Obwohl er nicht den Nostalgie-Bonus gehabt hat. Aber ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, dass Levi jetzt nicht so der Punchline-Starke sein wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Du hast schon recht mit dem. Ich finde es lustig, wie du auf so wichtige Details eingehst und ich bin bei den wirklich wichtigen Dingen. Woher kommt diese Maske? Ist es vielleicht wirklich unsympathisch TV? Und wo hat Fortune diesen Pulli her? Dinge, die uns bewegen. Und damals hieß es immer, sind das Kontaktlinsen, die Punch Arroganz trägt? Oder ist der wirklich blind? Ja, der ist wirklich blind, eindeutig. Also da gibt es so gar nichts zu diskutieren. Ja, stimmt. Eigentlich ist es Fact. Also wer ja was anderes sagt, hat der aber gar keine Ahnung. Ey. Ja, natürlich. So, welcher Dude ist das jetzt? Russia. Nein, Russia. Russia. Okay, ich habe irgendwie gehofft, dass diese R-Initiale, die am Anfang angekündigt wurde, für Reka steht. Weil Reka fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich habe ihn in ein paar Battles in diesem TNM oder so Turnier gesehen. Mhm. Sein Feature-Part bei der Romina in der JCC war jetzt nicht ganz so pralle, weil sein Englisch etwas zu sehr Allmann war. Das war so scheiße. Aber an und für sich hat er ziemlich viele Skills und es war auch wirklich nicht gerechtfertigt, dass er nicht in der JCC angenommen wurde, weil seine Qualifikation deutlich besser war als andere Teilnehmer. Aber ja, es ist halt nicht Reka, deswegen hate ich jetzt aus Prinzip diese Quali, weil wenn es nicht Reka ist, ist halt scheiße, weißt du. Wobei, er hat schon mit seinem Feature-Part eigentlich gezeigt, dass er zu Recht nirgendwo reingekommen ist. Alter, das klang ja so deutsch, sein Englisch. Aber er hat geil geflowt. Ich gehe mal raus, wenn Leute nur Englisch sprechen. Das hören, überlegen Sie, ob es wirklich Englisch ist, was Sie da hören. Ja, also das war auch für mich als mittelmäßiger Englischsprecher zu hören, dass das kein Engländer sein wird. Ja, aber trotzdem fand ich seine Quali halt ziemlich gut und da fand ich es schade, dass der nicht angenommen wurde. Und er hat ja auch in anderen Battle-Turnieren bewiesen, dass der wirklich rappen kann. Aber wie gesagt, ist er jetzt halt nicht. Was soll's, wir gehen trotzdem unvoreingenommen an die Sache heran. Wow. Bobby Official. Oh, der wird wieder ganz schön viel flexen. Ja, ja,
halt den Kreis klein für jeden meiner Feinde. Gibt's Kugelhagel, Drive-By, Clip-Bang, Bye-Bye. Also ich möchte ganz kurz, Alter, dieses Intro. Ja, yeah, oh. Da habe ich kurz überlegt, ob wir gerade irgendwie so eine Pornosynchronisation anhören. Das Ding ist, ich musste gerade lachen, weil es ist gerade wieder dasselbe passiert wie bei unserer Reaction mit Morgana, dass ich voraussage, dass er richtig schnell jetzt durchflexen wird, weil der Beat für mich so klingt. Und er fängt jetzt wieder an mit Halftime-Rip. Ja, wobei, er flext ja auch wirklich. Oh yeah, und dann gibt es Kugelhagel Drive-By. Okay, let's check. Ja, ich meine, jetzt mit Flexen halt schnell rappen, ne? Ja, das Witzige ist halt einfach nur, der Typ, wie er rappt, erinnert mich so ein bisschen an diesen amerikanischen Comedian. I want sauce, no ketchup, just sauce. 3 + 1 = 4. Das ist 9. Quick Math. Kennst du das? Also, nee, sag mir nichts, aber also schlecht fand ich bis jetzt nicht für den Anfang so. Schlimm ist halt, dass ich das im Kopf hab und deswegen die ganze Zeit das nicht ernst nehmen kann. Mir gefällt der Beat schon mal, zum Beispiel. Ja, ja, Bruder, halt den Kreis klein für jeden meiner Feinde. Gibt's Kugelhagel, Drive-By, Clip-Bang, Bye-Bye. Eure Zeit ist vorbei, sprecht ein Ave Maria, denn jetzt kommt der Bratan Rassier. Ja, ja, an jeden 31er, an jeden dieser Schicksiker. Auf heute kann uns kein Richter, ich seh dich nicht als mein Gegner. Nur als kleiner Gewisser, der Live-to-Life-Zit hat Mock weiter im Netz und du frisst Blei, Dicker. Ja. Brich dein Hetz, lass dein Film. Du bist nur ein Goldfisch im Haifischbecken. Willst du Beef, rutsche dir Deutsche, Moidruck 93er Baujahr. Molotow-Flower, das Slawisch im Blut. Digga, meine Barschreppern, fick euch Rapper. Denn immer bei Bella holt ihr eure Hintermänner. Machst du Pause? Es ist irgendwie für mich gerade so ein Zwiespalt. Also er hat Stellen, da finde ich ihn irgendwie ziemlich tight, wie der betont und wie der rappt. Aber dann hat er in meinen Augen halt so gewisse Stellen, die für mich irgendwie gewöhnungsbedürftig wirken. Halt wie diese Pausen, wo er dann mit diesem Adlib irgendwie um die Ecke kommt, das wirkt einfach ein bisschen komisch für mich. Und ja. Ich fand die Stelle irgendwie nicht so ästhetisch gesetzt, wo er den Beat aussetzen ließ. Und fand auch seinen Hintermänner klang irgendwie absolut unroutiniert. Ja, es ist irgendwie, sind stellenweise merkwürdige Betonungen, aber an anderen Stellen finde ich ihn wiederum ziemlich tight, vor allem wie er reimt. Ist das gerade irgendwie schwierig für mich? Weiß ich nicht. Also sagen wir es so, würde ich jetzt nicht in der Reaction das Ding gucken, würde ich jetzt ausmachen und mir den anderen anhören, weil ich ihn einfach super belanglos finde. Zum Teil, einfach weiß ich nicht. Erinnert mich, finde ich, so ein bisschen an Sensory of Wish bestellt. Na, weil Sensory hat aber wiederum recht schnell immer gerappt, ne? Und der rappt ja jetzt recht langsam. Ja, aber ich meine so vom Inhalt so, wirkt für mich so ein bisschen einfach so ein auf, yo, Sensorys, ich bin Russengeflexe, kam gut an, ich mache einfach exakt dasselbe. Aber das Ganze einfach in nicht so geil. Und dadurch, dass man halt, ne, sofort dieses in schon mal besser gehört hat, nervt er mich so unfassbar gerade. Es ist so, erstmal, ich finde ihn so langweilig. Hintermänner. Ach, bitte laber ich, du Spaß. Eine Patrick verliebt, macht ne Pussy noch lange nicht zum Mann. Pussy. Ja, ja, oh Gott. Ihr Pussys seid nur Killer im Netz. Schiss Rapper weg auf Straßenbeats, Drill oder Trap, was für Trip oder Flex, krieg mit der Straße und ich fick dich, du Knecht. Deine Jungs sind wie Knickele nach nem Trick, klicke sie weg. Ja, ja, nie wie. Ich muss mir noch sagen, ich finde sein Gesicht ist einfach zu brav für das, was er da gerade rappt. Er hat halt so eine richtige, naja, Schwiegersohn-Frisur so ein bisschen auch, ne? So wie ich. Okay, cool, ne? So, ja, wenn es ihm gefällt, ist ja cool. Aber ich finde einfach, er rappt so und sieht im nächsten Moment aus, als würde er mir irgendwie ein Brautkleid verkaufen wollen. So komplett unpassend, finde ich so von dem. Also, ne, so. Naja, kommt drauf an, so. Also es gibt auch Rapper, da kann ich das gut akzeptieren. Zum Beispiel bei Punges stört mich nicht besonders, dass er nicht so aussieht, wie der rappt. Wobei Punges, finde ich, passt es doch irgendwo wieder, weil er das ja dann irgendwie auch noch geil reinbringt. Aber der, ja stimmt, der rappt jetzt halt wirklich so, als würde er den richtig dicken markieren wollen. Genau, also ich finde, er rappt halt so, als hätte er so ein vernarbtes Gesicht von ständigen Schlägereien. Und dann sehe ich da halt so dieses Gesicht, wo man einfach nur reinfassen will, machen, oh, bist du putzig heute? Ja, irgendwie, ich kann mich momentan nicht an dieses Stilmittel gewöhnen, ja. Dieses oh. Ja, ja, yeah, yeah, das, oh. Das gefällt mir. Nee, wieso macht er nicht mal yeah? Er macht yeah. Oh, Also ich. Oh. Vielleicht er klingt die ganze Zeit, als würde er gerade fett was reinbekommen, Mann. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der das irgendwie cool findet, aber ich finde das gerade nicht so cool. Vor dem Knastwärter, denn vor Gericht. Knastwärter! Wie ein Schalldämpfer. Wenn ich die Booth betrete, seid ihr alle still. Be real, alles Cypress Hill.
Ja, fall durch die City und pumpe Tupac, vergifte deine Blutbahn, baller dich mit Blei um, wenn du Bier willst. Yat, yat, Pichayo an den Hochhausplatz, lauern sie wie's kriminell seit klein auf. Ja, Habir, du kleine Pussy, sollst lieber weiter über Mode labern, nicht übertrogen, alle wären meine Bars, so wie Coca ballern über die Boxen von Bose Brother. Achte auf deine Tonart, Waller, denn auf der Straße bringt sie den toten Bastard. Rapper denken, sie kommen ran an mein Level, lade die Mac, dann lasse die Bastarde rennen, wird sie auf meinen Ballermann treffen. Mann, treffen. Ja! Tja, warum? Also diese Stelle. Das letzte Ding klang gut. Ja, die war, das war cool gerappt auf jeden Fall. Weiß das ich nicht. Ende war auf einmal, fand ich einfach gut. Wäre der ganze Track so, hätte ich gesagt, mega. So, natürlich brauchst du viel mehr Text, wenn du das machst, so. Aber I don't know, so, ich weiß nicht. Der klingt halt sonst die ganze Zeit so, als müsste er nach dem Text überlegen, so wie er rappt. Wie so ein Freestyle zum Teil. Und ich komme mit dem Schalldämpf. Ah, wo ich mir denke, hast du gerade überlegt, wie man nochmal einen Reim drauf finden könnte, so während du das eingerappt hast? Ja, aus irgendwelchen Gründen findet er es cool, halt die Silben so lang zu ziehen und so, ne? Also vielleicht, weiß ich nicht, es fällt mir gerade schwer, irgendwie die richtigen Worte zu finden, weil es hat sich für mich jetzt nicht so toll angefühlt, mir das anzuhören. Vielleicht ist es so ein Track, den ich besser finde, wenn ich ihn mehrfach anhöre. Aber jetzt für den ersten Eindruck hat mir das nicht so gefallen. Weiß ich nicht. Es gibt Rapper, die können diese Kunstpausen setzen und es geht gut in den Beat über. Mein Lieblingsbeispiel für jemanden, der mit seiner Betonung spielt, Kool Savas. Und ich zerstöre euch wie Jungfrauen in Deutschland. Ich gucke mir mal die Bewertung an. Uiuiui, der kriegt richtig Dislikes reingeschossen. Also ich kann es verstehen. Also ich finde, hätte er den letzten Part so eingereicht, hätte ich gesagt, ja, hat Potenzial. Klingt gut. Ich habe jetzt keinen Reim rausgehört, so unbedingt, die, wo ich gesagt habe, also es gab so Reime, die ganz okay waren, aber da gab es auch so Stellen, wo ich den Reim überhaupt nicht gehört habe. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, also so kann ich das bisher nur zusammenfassen für mich. Auf jeden Fall, er hat mehr Dislikes als Likes, finde ich jetzt auch ziemlich krass, aber gut. Also I'm sorry, ich kann es halt verstehen, so wenn man sagt, mochte ich es oder mochte ich es nicht, darum geht es ja bei diesen Bewertungen in dem Fall. Und so bei anderen Sachen, also wenn man jetzt nicht in so einem Turnier ist, liked man ja so zum Beispiel auch, wenn man sagt, ja, hast dir Mühe gegeben, auch wenn man es nicht unbedingt mochte. Die Arbeit gehört gewürdigt. Gut, das ist halt hier in so einem Turnier, willst du dem Künstler eher sagen, yo, Digga, mach was anderes, weil das, was du machst, war scheiße. Wie gesagt, war jetzt auch nicht so mein Fall. Ich würde es anders sagen, aber ja. Sorry, also wenn er das jetzt im Battle bringt, damit wird er keine Chance haben gegen Morgana. Also gegen Joetime wird er Chance haben. Der war rap-technisch jetzt nicht so doll. Wow, aber Joetime hat zumindest besser delivered. Oh Mann, bin ich dumm. Wow, okay, ich habe ganze Zeit überlegt, Seekers, die kommen mir bekannt vor. Die Nirvana Seekers, die wurden also doch angenommen. Ja, sind Nirvana Seekers, heißen jetzt einfach nur Seekers. Und ich so, ich komme mir so bekannt vor auf diesem Bild. Irgendwoher kenne ich die doch. Finde ich ja nice, dass sie angenommen wurden, weil tatsächlich war das ja umstritten, ob die angenommen werden, weil die einen Fehler bei der Einreichung ihrer Qualifikation gemacht haben. Also, und wenn Julian streng gewesen wäre, hätte er gesagt, oh, okay, nicht an die Vorgaben gehalten, okay, ciao. Ja gut, aber ne, the show must go on. Und die haben mir gute Klicks gebracht, also I don't know. Trotzdem irritiert mich, dass er die als alte Hasen angeteased hat, weil das sind keine alten Hasen. Die haben erst am letzten Turnier teilgenommen. Es sind junge Hasen, die wurden frisch geworfen, so jung sind sie. Wäre mir jetzt nicht mal sicher, ob ich die in einem Battle-Turnier haben will. Aber selbst wenn nicht, werden die sicher unterhaltsame Runden haben, da bin ich mir sicher. Nee, ist richtig, aber ein Crow, wobei, der hat in der RB angefangen, der kann tatsächlich sogar battlen. Aber die heutigen Tracks von Crow, da würde man nicht sagen, yo, den brauchen wir im nächsten Battle-Turnier. Wobei ich euch übrigens allen empfehlen kann, die alten RBA-Runden von Crow, zum Teil sogar gegen Kollega. Ah, das wusste ich gar nicht, dass der gegen Kollega gebattelt hat. Ich habe nur das Battle gegen Bladesa gesehen, was ziemlich stark war, weil beide sich ordentlich gegeben haben. Also sowohl Kollegas, das merkt man ja heute noch in seinen Tracks, aber auch Crow ist tatsächlich kein schlechter Rapper im Bereich Battle, wenn er möchte. Das muss man ihm lassen, auch wenn ich seine jetzigen Tracks halt alle Popkacke finde. Ja, also Crow war jetzt auch nicht so mein Fall, ne? Aber ich hasse niemanden, der ihn mag. Nee, genau. Aber wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, weil es extrem überraschend ist, was für interessante Reime zum Teil der bringt und was für witzige Angriffsflächen der zum Teil findet. Ja, definitiv, der hat bewiesen, dass er battlen kann. Also gegen Bladesa hat er richtig stark abgeliefert. Und ich muss ehrlich sagen, ne, also Bladesa hat eine ultra gute Hinrunde gegen Crow gemacht mit starken Fronts. Und dass das irgendwie Crow geschaukelt hat, war definitiv beeindruckend. Vor allen Dingen hat man das von ihm nicht wirklich erwartet. Damals schon, weil damals wusste man noch nicht, was er für Musik danach macht. Aber okay, aber vom Stand her, was er dann gemacht hat, ne? Also da war man dann nicht so... Ja, ist richtig. Dieses Intro noch heute. Ja, das ist wirklich einer der coolsten, die es jemals gegeben hat auf dem Kanal. Die Seeker. Und die Seeker sind dabei, ihr wisst Bescheid, aber nicht mehr einfach Witze reißen. Digga, tut mir leid, wir machen Jobs. Ihr macht nur ernst, doch komm nicht mal rein, aber dislike doch unsere Quali, wenn ihr tiltet, seid Fucker. Und wir lassen mit den Texten wieder Wackheads heulen. Doch wenn ihr Hunde lieb seid, dann benennen wir einen Track nach euch.
Ich muss mal sagen, ich bin massiv überrascht, was er jetzt bis jetzt bringt. Also für mich wirkt es jetzt bisher so ein bisschen wie eine Parodie. Diese ganze Stimmlage, diese Gangster, gedrückte Stimme. Ja, aber ich finde es halt, es passt halt trotzdem besser. Und irgendwie mag ich die Stimme, ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich sie sogar ganz cool. Also es ist rap-technisch gut gerappt. Ich muss mich nur erstmal an diese Parodieschiene ein bisschen gewöhnen. Ne, wir haben ja vorher hatten sie ja wirklich reine Parodietracks, aber mal gucken. Rap-Dings bei HBO, weil das gegen uns nicht wirklich gut endet wie Game of Thrones. Jetzt wie Ramsay Bolt. Coole Line. Bastarde hauen, wir kommen ins Octagon und Fotzen fliegen achtkantig raus. Pullen ab mit paar Jokes, doch schlachten außer dem Rapper ab. Jetzt denkt mal nach, wenn den höchsten Bodycount auf dem Channel ab. Die ganze Zeit zu Hause geht's euch Jockeln ziemlich schlecht. Und wenn man's so betrachtet, ist so ein Lockdown doch ganz nett. Denn all diese Fotzen liegen. Und ich hoffe, dass jeder Keck hier nach seinem Loch nicht mehr verlässt. Zu dem Wahrer, zu dem Sieger. Scheiß mal auf den Sieg. Wie geht's dem Mika? Brauchen kein Araber, klar. Oder Features. Denn die drei Wrecking Ball reißen das zu mir ab. Alter Falter. Erkennst du die Anspielung in der Hook? Nee, tatsächlich gerade nicht. Das ist fast 1:1 vom Aufbau her, wie die Hook die SpongeBoss gegen Willen gemacht hat. Sponge zu dem Boss, zu dem Gunshot. Okay, wow. Ich habe SpongeBoss nie groß gehört. Also, ich sage, dass er lyrisch krass ist, aber ich höre San Diego lieber als SpongeBoss, weil ich dieses Stimme mir irgendwie... Nee. Also, ich war jetzt auch nicht der größte Fan von SpongeBoss, aber man muss auf jeden Fall sagen, dass er auf Rap-technisch auf einem sehr hohen Level war. Wobei ich jedes Mal fand, dass er die meisten Runden nicht gewonnen hat, weil er seinen Battle-Gegner nicht gebattelt hat. Gegen Gio mit diesen ganzen Nazi-Dingern, die er ausgepackt hat. Ja, der hat da irgendwie etwas losgetreten, was ich nie gemocht habe bei Battle Rap, ne? Dieses Fake-Real-Talk. Das finde ich einfach irgendwie so billig. Ey, mir fällt nichts zu meinem Gegner ein. Also denke ich mir irgendwelche Angriffsflächen aus. Das ist doch weird irgendwie, keine Ahnung. Vor allem finde ich es halt einfach, du hättest jeden anderen Gegner in diese Schale packen können, die er da aufgebaut hat, und sie hätte mit jedem Gegner funktioniert. Auf die gleiche Art und Weise. Und ja, ich kann dir auch sagen, Sergio, deine südafrikanischen Eltern haben dich damals an einen Sklavenhändler verkauft. Dadurch bist du nach Deutschland gekommen und wurdest öfters missbraucht. Das kann ich bei jedem erzählen. Ja, und noch ein paar Fake-Screenshots, das fehlt dabei noch. Ja, genau, so nach dem Motto so. Ja, okay, er ist anscheinend ein weißes Kind aus Südafrika, was damals an Sklavenhändler verkauft wurde. Okay, er hat das jetzt behauptet, es ist wahr. Also, wow, ganz schön deep, was er da erzählt. Ja, keine Ahnung, das hat er dann wirklich dann dadurch so richtig angefangen, durch die SpongeBoss-Runden. Und ich finde nicht, dass das ein schönes Element war, was dem Battle Rap hinzugefügt wurde. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist halt eigentlich kein Punkt, weil du den Gegner nicht getroffen hast. Wenn es sowieso über den Gegner im Raum steht, dann ist es ein Treffer. Richtig. Also ich konnte mich da Julians Einstellung nie so wirklich anschließen, so nach dem Motto, lügt so viel wollt, aber lasst euch keinen Mal dabei erwischen. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich finde real in Battle Rap dann schon irgendwie cooler. Natürlich auch nur im Rahmen. Battle Rap ist auch natürlich auch nur bedingt real, wenn man sagt, ja, ich bin so muskelbepackt, dass ich die Mondfinsternis mit meinem Bizeps erzeuge. Als Beispiel jetzt einfach mal so, ne? Übertreibung ist ein übliches Stilmittel, aber trotzdem sollte man auch so ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Ich finde es halt einfach, wie gesagt, sobald ich halt merke, dass es eine Shell ist, die man da reinpackt, die man quasi 10 Jahre vorher geschrieben haben könnte und man gegen jeden Gegner nur noch die Namen quasi einfügt, hat es im Battle Rap nichts verloren. Ich finde, im Battle Rap ist ja das Witzige, deinen Gegner zu nehmen und Aussagen von ihm, Tracks von ihm, irgendwelche Gerüchte über ihn, ne, also Sachen, die man über ihn hat, so lustig zu verpacken, um ihn damit sozusagen zu parodieren. Ne? Also darauf habe ich halt dann auch Bock, das zu sehen, weil ich finde, das macht Battle Rap gut. Und ich finde auch, wenn sobald man auf diese persönliche Ebene geht, meinen Augen sollte Battle Rap, quasi wenn ich dich battle, rappe ich mit Mighty Sarolf. Ich battle nicht dich als Privatperson. Ja, deswegen finde ich es prinzipiell auch legitim, dass Julian jetzt für dieses Turnier Moralklauseln eingefügt hat, dass man die Dinge, die der Rapper beabsichtigt, dass sie privat bleiben, dass diese Dinge auch nicht angesprochen oder angegriffen werden. Also sprich, keine Demaskierung von einem Maskenrapper, der bewusst sich mit einer Maske gekleidet hat und so weiter, ne? Das finde ich prinzipiell nicht verkehrt, dass er das gemacht hat. Ich finde, das ist auch richtig, weil wie gesagt, so, wow, ich habe ihn jetzt ohne Maske gezeigt. Oh, ich habe seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Oh, wow, jetzt habe ich ihn aber gedisst. Ja, keine Ahnung. Es ist sehr grenzwertig, würde ich auch sagen. Das Witzige ist ja auch tatsächlich, wenn du einen Maskenrapper ohne Maske zeigst, machst du dich tatsächlich strafbar, weil, ne, deutsches Persönlichkeitsrecht, ich darf nur das von dir offenlegen, was du selber offenlegst. Sprich, wenn du zum Beispiel jetzt 5 Kinder hättest, hätte ich nicht das Recht, auch wenn man dich jetzt sieht, deine 5 Kinder mitzuzeigen, weil du sie nie offengelegt hast. Mein Gott, ist das ein Sport,
sportliches Turnier. Ne? Okay, jetzt kein so Sport in Form von körperlicher Anstrengung, aber es ist ein sportlicher Wettkampf. Das ist korrekt. Und das ist mir immer super wichtig eigentlich. Zu dem Honor, zu dem Sieger, scheiß mal auf den Sieg, Julia, wie geht's dem Mika? Brauchen kein Nachhaberklar oder Features, denn die drei Wrecking Board reißen das Turnier ab. Ich step ins Battle mit einem ficklich Fortune. Du Fusion aus Attila hält man mit bisschen Morgen ab und. Oh mein Gott, ist die geil. Steppe ins Battle mit einem Fick dich Fortune. Aber stimmt, Attila Hildmann hat schon optisch entfernte Ähnlichkeiten. Haben halt beide einen Bart und sehen beide südländisch aus. Also, dann sieht er jetzt genauso aus wie 50 Cent, weil beide sind dunkelhäutig. Ich sag ja auch nur entfernt. So ein bisschen so. Wobei, wo es sogar wirklich passen würde von Mercer Notorious B.I.G. sind beide dicke, dunkelhäutige Männer. Also, fängt auf jeden Fall witzig an, ihre Kuh. Ja, die Line war witzig. Dich, Leute, gibt's kein Vorzug, Junge, könntest dir dein pisspeinlichen Twitch-Kanal wegnehmen, ich würd sofort tun, ich krieg trotz Corona-Krise Spenden deiner Monatsmiete, während ich mit du und Söhnen ne Monga spiele. Du hast noch nie in deinem Leben was geschafft, du Duden, Definition von dir fahr ich meine scheiß Karriere an die Wand. Du Opfer, bist du wack und machst mit Blockmonster einen Track, doch nicht mal Blockmonster wird Blockmonster featuren und macht mit Blockmonster einen Track, du bist so ein Typ, der... Oh, wow. Warum muss der Blockmonster so dissen? Oh mein Gott, die Armen. Alter Falter. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer Blockmonster ist. Blockmonster? Die brüllen die ganze Zeit mit so einer krassen, runtergepitchten Stimme. Ja, ich zeig dir danach mal einen Blockmonster-Track. Alter, nicht mal Blockmonster macht mit Blockmonster einen Track. Ja. Chance zu saugen, doch von dir wird man sich nicht mal Postmorte mein Album kaufen. Arroganter Bastard, ich kann keiner ertragen. Ich sag, du bist eine Fotze und bringe die Punchline des Jahres. Deine Zaubertricks so kacke, du fällst mies auf die Schnauze, denn du bist das, was man bekommt, wenn Mama sagt, ja, Mutini zu Hause. Was, Pause? Also ich muss sagen, der hat sich deutlich gesteigert, dieser Crew-Member von den Nirvana Seekers. Also ich fand ihn schon nicht schlecht damals bei der JCC, aber da hat er zum Beispiel noch viel schlechter gereimt. Also reimtechnisch hat er sich zum Beispiel gesteigert, fällt mir nur gerade auf. Und auch punchline-technisch war der ganz gut unterwegs. Ich fand tatsächlich, ich bin weit über dem, was ich von denen überhaupt erwartet hätte. Ja, also definitiv, ne? Also für mich war es halt 50-50. Ne? Können die jetzt betteln oder können die das nicht? Weil das war halt nicht so offensichtlich, wenn man halt nur deren JCC Runden kennt. Ne? Also man hätte es vielleicht dadurch sich irgendwie zusammen erschließen können, dass sie das könnten, weil sie ja auch schon recht witzige, pointierte Lines in der JCC geboten haben. Trotzdem war das ja noch nicht ganz klar, aber die haben auf jeden Fall eine sehr gute Quali abgeliefert, muss man sagen. Ich bin tatsächlich ziemlich gebannt. Das ist, glaube ich, ja das einzige Team, was jetzt dabei ist. Stimmt. Ich fand auch zum Beispiel die Line, ne? Ich komme in den Octagon und ihr fliegt achtkantig raus, ne? Wegen Octagon, Achtkanten. Ah, habe ich ja gar nicht gecheckt. Fand ich zum Beispiel so, ne? Das sind ja so Bad Bars eigentlich, weil, ja, okay, Octagon 8 kannte ich rausfliegen, es ist eigentlich plump, aber ich weiß es nicht. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool, weil es auch so gut im Kontext zueinander steht und das irgendwie in Verbindung zu bringen, darauf muss man auch erstmal kommen, so. Ich glaube, genau das bitte ich für dich eben nicht, dass es darauf schwer zu kommen ist, bei einem Octagon achtkantiger Ring, ne, was ja vom MMA-Kämpfen bekannt ist. Ja, kann man jetzt nicht streiten, ne, aber prinzipiell, ich finde es legitim, die Line zu bringen, ne, wenn man schon... Nee, es ist legitim, ich habe sie gefeiert. Ich habe sie auch massiv gefeiert, so ist es nicht. War bis jetzt eine meiner Lieblingslines, einfach weil ich sie lustig fand, weil sie so schön stumpf war. Aber stimmt, du hast ja vollkommen recht, das sind jetzt die einzigen Teilnehmer, die als Team teilnehmen. Finde ich ja cool, dass wenigstens ein Team jetzt dabei ist, weil tatsächlich finde ich das schon ganz spannend, wie das dann ablaufen wird, ne, also... Wurde ja schon konkret geschildert, ne? Interessant ist jetzt die Regel, die Julian festgelegt hat, dass man theoretisch sich auch einen der Teammitglieder aussuchen kann, den man ausschließlich bettet. Also man ist nicht dazu verpflichtet, alle Teammitglieder zu betteln. Okay, das ist jetzt die Frage. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt den in der Mitte haben, dann darf auch nur er die Runde gegen mich machen? Nee, also die machen ja dann zu dritt ihre Runde gegen den einen. Also ich glaube, da muss jeder zumindest irgendwas beitragen in der Runde. Also sei es, dass dann der eine halt nur die Hook macht und die anderen halt ihre zwei Parts, würde ich jetzt mal vermuten. Aber der einzelne Teilnehmer muss nicht alle drei battlen. Was aber irgendwie komisch wäre. Na gut, aber ja. Na vielleicht, um die Fairness dahingehend auszugleichen, weil man kann es ja schon als da so ein bisschen ungerecht betrachten, dass dann jemand sich für drei Personen Angriffsflächen raussuchen muss, ne? Wobei es, finde ich, erleichter. Du hast halt ja wirklich drei Ziele, während die anderen halt quasi sogar gucken müssen, dass sie nicht die gleiche Angriffsfläche gegen dich die ganze Zeit nehmen, damit es nicht eintönig wird. Ja, ist schwierig. Also ich kann mir da irgendwie auch keine klare Meinung bilden, was da jetzt das Beste ist mit diesem asymmetrischen Battle. Aber ich finde es cool, interessant. Also ne, es wird interessant, wie es umgesetzt wird. Auf den Sieg, Julia, wie geht's denn Mika? Brauchen kein Nachhaberklar oder Features, denn die drei Wrecking Board reißen das Turnier ab. Zu dem Bar-A-A-A, zu dem Sieg, klar. Scheiß mal auf den Sieg, Julia, wie geht's denn Mika? Brauchen
keiner Rabattler oder Features. Denn die drei Wrecking Board reißen das Turnier ab. Rapper lutschen Schwanz für 1 Euro. Ich mach Ampf aus Zäune. Wir trinken Whisky mit Julians Block. Und was geht bei euch so? Ich fand die Line eigentlich ziemlich cool. Rapper lutschen Schwanz für 1 Euro. Ich mache Ampfe aus Pseudo. Und was geht bei euch so? Fand ich jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, also generell, skilltechnisch sind die alle gut dabei, auf jeden Fall. Also, kurz um zu erklären, Ampfe, ne? Amphetamin und Pseudo ist Pseudoephedrin. Und daraus machst du Amphetamine. Das mit Pseudo wusste ich tatsächlich nicht. War ein cooler Einstieg auf jeden Fall. Alter, Battle Rap ist sehen, Witz, du willst gewinnen, erzähl mir nichts. Echte Kenner wissen, dass MG für mich kein Gegner ist. Ja, dann nenn mich fett, hätte ich selbst nicht erkannt, Fotze. Was für Schwanz, du bist selbst eher kann, Fotze. Seekers kommen mit zicken Flows und dafür in sich bedroht. Wenn wir das Ding nicht gewinnen, ist Julian wieder kippen. Und ich jage jeden Hackenpenner durch unseren verdreckten Keller nur mit einem Metzgermesser. Dieser Tag hier wird dann Metz. What the fuck? Ich jage jeden Heckenpenner durch jedes Eck im Keller. What? Also wirklich, der reimt ja gerade sogar mal richtig solide. Ja, das ist richtig. Vielleicht ist er ja sogar reimtechnisch der Beste von den dreien. Ich bin gerade voll baff, weil bei deren vorigen Tracks war das ja eher so, ja gut. Ja, das könnte man einen Reim nennen. Ja, also der weiß auch wirklich, Reime gut irgendwie in Reimketten zu verpacken, was halt immer geil kommt. Also wirklich, der hat jetzt ja wirklich super geile Reimketten, schöne Flows, witzige Angriffsflächen. Die er jetzt schon so ein bisschen macht. Und auch alleine, dann nenn mich Fett, du Penner, mit dem wäre ich ja gar nicht drauf gekommen und so. Ne? Das ist irgendwie cool. Er strahlt eine Lässigkeit aus, auf jeden Fall. Genau, also die livern gerade 10-mal mehr, als ich denen zugetraut hätte. Klar, Morgana war jetzt noch krasser. Also meine Erwartung bei denen war jetzt eigentlich ziemlich gering vom Rap her. Ja, aber es ist eine sehr schöne Quali bisher. Du hörst, wie wir ja, echt besser cool. Direkt in die Fressen schmettern. Wir sind nicht nur Menschenfresser, sondern noch die besten Rapper. Boah, jetzt wieder richtig durch die Reinkette. Noch, wenn es Spaß, ja, Mann. Hört. Du machst 7 Jahre Rap, ich will seit 8 nicht mehr hören. No front, echt, dass ich dich hier jetzt töte, liegt an deiner Wackness, also nimm den Shit persönlich, ja, ja. Ansprüche auf ihre JCC-Quali. War mehrere, auch mit dem Menschenfresser, auch die beste ja, Rapper, ne? Menschenfresser war ja auch. Ja, und das waren jetzt alle Qualifikanten des Octa-Battles. Ich muss ja sagen, ne, den farbigen von denen finde ich einfach zu knuffig. Das Ende so. Ne, da wollte er wie so cool die Kamera gucken und ich dachte mir auch daran schwer, oh mein Gott, der ist einfach knuffig. Tja, also tatsächlich würde ich es immer interessant finden, wenn wir jetzt mal so ein bisschen unsere Favoriten mal aufstellen der ganzen Teilnehmer. Also ich denke, in dem Punkt sind wir uns einig, ne, dass Morgana auf jeden Fall die Nummer 1 für uns beide ist, würde ich jetzt mal stark annehmen, ne? Doch, genau diesen Ding. In diesem Moment, weiß ich, ob du auch bei dem gleichen Framerad bist wie ich. Ja, ich sehe es. Der kommt. Ist so knuffig. Also Morgana, klar. Also wäre für mich ganz vorne dabei. Warte mal, ich gucke mir mal ganz kurz die Teilnehmer nochmal an. Ja, ich muss auch mal nochmal blub. Fortune, klar, fand ich cool. Danach kommt, glaube ich, bei mir sogar wirklich schon die Seekers. Also genau, bei mir ist auf jeden Fall, wie gesagt, Morgana auf Platz 1. Auf Platz 2 würde ich sagen, ja, bei mir wäre dann vielleicht Fortune wirklich Platz 2. Auf Platz 3 wäre tatsächlich bei mir Hell Kamikaze, weil mir einfach die Art, wie er rappt, irgendwie ganz gut gefallen hat. Ja, der wäre bei mir dahinter tatsächlich, ja. Also ich muss sagen, ganz unten wäre für mich tatsächlich jetzt der Razia. Der wäre der Letzte, den ich jetzt irgendwie da groß was von erwarte, dass da was kommt. Platz 4 wäre bei mir auf jeden Fall Badasmo, weil der hat gut gerappt, kann man nicht anders sagen. Genau, Joetime und Badasmo, ne? Also ich fand Joetime zumindest das Konzept interessanter. Badasmo war definitiv der bessere Rapper. Wobei, ich würde Levi mit Badasmo austauschen. Also Platz 4, Levi, dann Badasmo. Und dann kommt dieser neue... Na, wobei, ich glaube, ich fand Joetime besser als Razia. Ja, dann wäre Razia mein letzter Platz. Oh. Ja, dann... Wisst ihr jetzt Bescheid? Ich habe jetzt total chaotisch meine Top 8. Nee, aber doch. Ja, nee, aber auch so ungefähr. Also Rusty auf jeden Fall ganz unten nur und ja. Ach, jetzt habe ich ja Seekers vergessen. Ich bin ja auch Trottel. Wie gesagt, Seekers kommen bei mir definitiv schon nach Fortune. Also sie waren deutlich stärker und ich glaube, sie könnten wirklich, wirklich gut was reißen diesmal, wenn sie die Qualität halten und auch ein bisschen was rauflegen. Genau, dann vielleicht würde ich das dann auch tauschen. Ne? Also Platz 2 dann vielleicht Seekers, dann auf 3 Fortune und bliblablub. Irgendwie so. Also, ne, bei mir, warum Badasmo bei mir so weit unten ist, ist nicht, weil ich ihn rap-technisch schlecht finde, sondern einfach nur im Battle-Kontext für mich jetzt. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass das Teilnehmerfeld gar nicht schlecht ist. Da sind schon gute Teilnehmer dabei. Ja, bei Russia ist jetzt halt die Frage,
ob der es wirklich so verdient hat. Zum Beispiel bei Teilnehmern wie Joe Time oder Badasmo würde ich ja einfach sagen, ja, es gibt sicher Leute, dessen Geschmack das trifft. Aber bei Rusty trifft es ja nicht bei den Geschmack der Leute, ne? Also weil er kriegt ja nur Dislikes. Und ich möchte übrigens an der Stelle noch anmerken, die Nirvana Seekers ein bisschen abwertet, die Runde von denen. Die haben gesagt, nicht mal Blockmonster möchte ein Feature mit Blockmonster. Es gibt einen Track von Blockmonster mit Mosh 36. Es gibt einen Song von Blockmonster mit Contra K, Babassat, DCV, DNS und Tony der Asi. Also ich bin schon der Meinung, dass es anscheinend Leute gibt, die einen Track mit Blockmonster aufnehmen würden. Vielleicht wollen sie damit indirekt sagen, dass alle, die das tun, ziemlich lost sind. Gut, Leute, das waren die letzten zwei Qualifikationen vom Octobattle. Das Turnier wird dann, wie Julian gesagt hat, übernächste Woche losgehen. Bis dahin wünschen wir euch ein erholsames Wochenende oder wann auch immer ich das Video raushaue. Und ja, tschüss. Arrivederci.